Hallo liebe YouTube-Freunde, wir sind in dem Monat April 2019 und ihr erfahrt heute die Konstellationen für diesen Monat mit der Prophezeiung Nostradamus. Verlässlichkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. In unserer jetzigen Zeit kommt es gerade auf diese Werte an, doch leider sind diese Werte nicht mehr vorhanden. Und was wissen wir überhaupt? Die Welt ist voller Lügen. Und wie viele Lügen kommen noch auf uns zu? Dem können wir noch vertrauen? Wem? Welche Freude bringt uns das Leben noch? Was bringt uns der April für Überraschungen? Und die Planeten Merkur, Neptun und Saturn werden uns zeigen, dass wir am Abgrund der Lügen stehen und dass wir in unserem Glauben tief erschüttert werden. So werden die Reichen und Mächtigen mit Lügen zu ihren Vorteilen kommen, die sie auch unbedingt behalten wollen und mit aller Macht verteidigen. Nostradamus prophezeit es uns. Eine Welt der Verlogenheit. In seiner 12. Zenturie beschreibt er es. Traurige, treulose Ratschläge, hinterlistig, böse Nachrichten, das Gesetz wird verraten, das aufrührerische Volk ist wild und zanksüchtig. Dörfer wie Städte, überall wird der ganze Frieden gehasst. Bereits er wusste schon, Betrug und Lüge wissen sich meisterlich zu tarnen. Sie verstehen es sich, hinter dem Gesetz zu verstecken. Werden uns nicht schon genug Beispiele in unserer traurigen Welt geliefert? Welch ein abscheulicher Abgrund! Bleibt uns die Hoffnung, dass all diese Betrügereien und Skandale aufgedeckt werden und die Mächtigen dieser Welt es auch wollen. Aber wie reagieren die Menschen darauf? Ist es nicht so, dass die Menschen von diesen Lügereien die Schnauze voll haben? Ist es nicht ein gehasster Friede in einer scheinheiligen Gesellschaft? Da wäre, wie man so schön sagt, ein reinigendes Gewitter vonnöten, was aber auch gleichzeitig ein großes Chaos bedeuten würde. Da hilft uns Merkur in Verbindung zu Saturn, dass vieles von diesen großen Lügen und Betrügereien aufgedeckt werden. Denn Merkur und Saturn bleibt nichts verborgen und werden es wie wegbrennen und vernichten. Vielleicht können wir dadurch wieder mehr Wahrheit und Ehrlichkeit gewinnen, sodass die Welt wieder von guten Gesetzen geschützt wird. Es bleibt uns nur die Hoffnung und der Glaube daran. Die Sterne sagen es uns, und auf die war immer Verlass. In diesem Sinne, alles Gute wünscht euch eure Deria für diesen Monat April.